Hallöchen Popöchen, hier Teil 2 der Ravensburger Interactive verrückten Demos und wir wollen weiterschauen. Spielbare Demos, das genau. Wo waren wir gewesen? Wir haben das gehabt, die Zahlenstadt. Hatten wir so wenig nur? 2 Stück? Dann nehmen wir doch mal das Hi-Ha-Hosenland. Da ist wieder der Affe. Der ist befreundet mit dem verrückten Frosch. Und wo der verrückte Frosch ist, dann da kann es nur verrückt werden. Richtig, richtig verrückt. Irre quasi. Komm. Seid willkommen. Ah, da ist er. In dem wunderschönen Hosenland. Hallo, mein Name ist König Pantoletto. Hallo. Du darfst mich eure königliche Hoheit nennen. Ist aber nett. Nein, nein, ich mache nur Spaß. Hinter mir seht ihr mein kleines Königreich, das Hosenland. Im richtigen Spiel kannst du all diese Gebäude und Plätze besuchen. Zum Beispiel den großen Hosenhafen, die Philharmonie und den Picknickpark. Aber für heute habe ich eine ganz besondere Schnuppertour durch die berühmte Hi-Ha-Hosenfabrik vorbereitet, damit du mal siehst, was man hier so alles spielen kann. Das Spiel geht los, wenn du uns anklickst. Ja, und ich bin Königin Slipperella, Herr Pantoffelmann. Pantoffeln sind doch gar keine Hosen. Hi-ha, Hosenfabrik. Oh Gott. Was nehmen wir am ersten? Ach, guck mal, wie viel es auch ergibt, ne? Eine Burg und eine irre Friseurtante, ein Sofa, ein Herz in einem Wald. Ach, was, das ist wahrscheinlich die Philharmonie. Und man kann wegrennen. Aber ich will am liebsten erstmal den Frosch anklicken, weil der macht immer so schöne Sachen. Der überrascht einen jedes Mal. Da freue ich mich auch immer. Also los. Ich bin's, Pock. Willst du mit uns spielen? Pock? Wir müssen noch eine ganz kleine Pause machen. Weißt du was? Oh, es sieht schon toll aus. Wir haben die geheime Mischmaschmühle entdeckt, mit der die Wunderhosen gemacht werden. Klick auf meinen Bauch, damit auch wir mal ein paar Erfindungen machen können. Warte, ich schalte noch schnell die Mühle ein. Ich habe so eine Angst. Also allein das Bild zeigt mir schon, dass wir Großartiges erwarten können. Einfach Großartiges. Schau mal, ein kleiner Igel. Oh nein. Was wohl passiert, wenn du das Ding in die Mischmasch... Nein, tu es nicht. Der arme Igel, der wird doch zerschnitten. Hier, Schere ins Auge und dann eine Trompete in die Nase stopfen. Oh Gott, armer Igel, es tut mir leid, es tut mir leid. Der Frosch ist schuld. Das ist schließlich deine Mama. Pock. Wieso? Oh. Wieso? Armer Igel, guck mal, warum ist denn der Igel zerschnitten? Und was ist passiert? Schade, dass ich keine Socken erfinden kann. Warum spricht die mit so einer lasziven Stimme? Warum? Hiermit werden die Bewegungen programmiert. Oh Gott. Hiermit wird das Aussehen verändert. Probier's aus. Also das Aussehen verändern ist ganz leicht. Also ich nehme einen Igel und zerschneide ihn. Hiermit kannst du dein Lieblingsgeräusch einstellen. Trompeten, komm nochmal. Oh Igel, ich will dich hiermit jetzt... Wird das ja, Aussehen hör auf. Verändert. Probier's aus. Ja, ich möchte gerne dich zum Geist machen, weil du bist schon zerschnitten. Das ist doch kein Hundegeräusch. Irgendwie funktioniert das Geräusch nicht. Kann das sein? Sprungfeder? Ja, das finde ich besser. Ja, das hier hinten scheint nicht zu funktionieren, ne? Oh, was wird da wohl sein? Wow. Eine Erdbeere. Ein Brillenigel. Was? Was? Warum? Das macht keinen Sinn. Geht ihm jetzt ein Licht auf oder wird er nur gelb? Obwohl das gefällt mir. Ich will noch ein Tier. Ein Dinosaurier? Was für ein Geräusch passt dazu? Mu. Eine Bombe passt. Geil. Ein Roboter? Mach das Ding doch mal ganz unscharf. Warum? Hier, ich mache was ganz Nettes mit ihm. Es tut mir so leid. Es ist so schlimm. Wie wär's mit einem lauten Knall?
Nein. Warum? Warum kann man den zerschneiden? Was hat das mit Hosen zu tun? Was denn? Also, ich verstehe das nicht. Das finde ich am besten. Es ist dann kaputt hinterher. Oh. Eine Sonnenblume. Die Maschine freut sich darauf. Ja, glaube ich dir. Gruseliges Maschinenspiel. Der Pupsgeist. Oh mein Gott, ey. Hör auf, hör auf. Ein Kätzchen. Oh. Mit einem lauten Knall? Hm? Das ist genau das, was ich auch immer bei kleinen Kätzchen sage. Oh, ein kleines Kätzchen, wie wäre es mal mit einem lauten Knall? Hier, Gitarre. Mhm, klingt gut. Ein Huhn. Die Maschine freut sich darauf. Gruselig. Echt gruselig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Komm, mach mal rot. Erstmal den Igel verfüttern. Oh, ich muss... Oh, ich weiß auch nicht. Das ist... Ach, einen Zufallsgenerator gibt's auch. Hier. Oh, was ist mit ihm? Oh Gott, das arme Vieh. Hier, ich will sehen, wie die alle so aussehen. Komm, Katze. Das ist aber auch nicht schlecht. Den habe ich schon. Puff, genau. Oh, die sind sogar ganz hübsch geworden, ne? Oh Mann, ey. Schau mal, ein kleiner Igel. Was für ein Geräusch passt dazu? Quiek. Bitte töte mich. Ach Gott. Ach nein. Ich finde das Auto immer noch am besten. Hier. Nee, ich will nochmal das Verschwurbelte. Hier. Ich muss Stopp machen, das ist zu viel. Das ist zu viel, was ist das? Die Zeit ist reif für ein verrücktes Lied. Nein, ich will nicht. Du bist gruselig. Du bist richtig gruselig. Wie er einen so anstarrt und summt. Du bist richtig gruselig. Hör doch mal auf, so anzugucken, mich Willkommen anzugucken. In der Hi-Ha-Hosenfabrik. Hier ist ganz schön was los. Hier wird genäht. Guck mal, die Hosen. Ah, Bleistifthosen. Hey, hier werden die schönsten Hosen der Welt gemacht. Wirklich wahr. Du ein wunderbares Kleidungsstück. Die will ich haben. Ja, hast du immer Glück. Wir haben uns was Neues ausgedacht. Ich will die Bleistifthose haben. Die da. Hosen, mit denen man schreiben kann. Hosen mit echten Raketen dran. Hosen, die auch so zappeln und wackeln wie du. Genau wie du. Wie ein wundermodernster Technik. So genial und farbenprächtig. In der Hitparade immer ganz vorne. Eine Klasse für sich, eine Sensation. Bald hängen sie auch in deinem Schrank die Superhosen aus meinem Hosenland. Und du hast ja auch eine ganz extravagante Hose an. Mit Lampen. Ist er jetzt einfach eingefroren? Nein! Stopp! Also oh Gottes Willen. Pass gut auf deine Hosen auf. Das mache ich immer. Vor allem, wenn mich so ein dicker Kerl immer so anstarrt wie du. Na, dann wollen wir mal Sachen suchen gehen. Okay? Ah ja, genau. Polly will Crack! Polly will Crack! Erstmal versteckt. Ein Tag wie jeder andere in der Hosenfabrik. Was hat sie denn da an? Eine Karottenhose? Siehst du die versteckten Zahlen? Zieh die Zahlen. Der Junge, was ist denn das für einer? Leg sie auf die gruselig. Stellen, okay? Okay, darf ich? 19. Nein. 19. Die 18. 18. Die Geräusche sind auch super. 5. Da hat da einer so ein Mischpult und macht immer, drückt einfach irgendwas. 13. 13. Wie mein altes Keyboard früher. Da konnte ich das auch machen. 20. Ja, einfach irgendein crazy Geräusch. 7. 7. Toll, du bist wirklich gut. Das bin ich, danke. Was? Was zur Hölle? Warum? Nochmal. Nein. Das Spiel beginnt von neuem. Lass mich gehen. Mal sehen, ob du jetzt noch schneller bist. Ich bin raus. Stopp. Auf die Plätze. Stopp. Tschüss. Grüß mir die anderen. Ja, ich grüße die anderen. Was war das denn? Warum sind denn diese Zwischensequenzen? Das war schon bei dem anderen Spiel in der ersten Folge. Habe ich nicht verstanden. Spaßgeschichte.
Okay. Der Hitler-Roboter, oder? Nein, das habe ich nicht gesagt. Er grinst, er freut sich. Auf meine Geschichten sollte keiner verzichten. Und was sagt Piggy? Du bist süß irgendwie. Auch wenn du nicht blinzelst. Wir befinden uns hier im Labor des Hosenerfinders. Hier entstehen die tollsten Superhosen. Schau dich ruhig mal um. Hallo. Für ein Schlückchen Öl mache ich dir sogar eine Tausendfüßlerhose. Dankeschön. Sagst du noch was? Einmal habe ich eine Hose für einen Vogel gemacht. Mann, brauchte der dünne Hosenbeine. Hui. Hosen, Hosen, immer nur Hosen. Wie gerne würde ich mal ein Hemd machen. Mach doch. Einmal habe ich eine Hose für einen Vogel gemacht. Mann, brauchte der dünne Hosenbeine. Der ist irgendwie süß. Ich erfinde Hosen für jedermann. Egal, ob dick, dünn, kurz oder lang. Wirklich? Wie wär's mit einer Hose für einen Elefanten? Für einen Elefanten? Mal sehen. Nimm doch erstmal Maß. Und dann auch noch so eine schöne. Wie ich schon sagte, für jedermann, ob kurz oder lang. Wie wär's mit einer Hose für einen Tintenfisch? Überhaupt kein Problem, die Hose wird bequem. Oh, die sieht richtig cool aus. Na los, für wen soll ich jetzt eine Hose erfinden? Machen Sie doch mal eine Hose für einen Floh. Na, die wird ziemlich klein, aber du willst es ja so. Schöne Reime. Hey, das macht ja richtig Spaß. Die Lupe zeigt seine Hose nach Maß. Oh, die kleine Tasche. Na los jetzt, Susi, gibst du schon auf? Ich hab noch eine ganze Menge mehr drauf. Qualle. Wie wär's, wenn Sie Ihre Hosenerfinderhose nochmal erfinden? Meine eigene Hose, liebes Susilein? Dazu braucht man ja nicht mal Erfinder zu sein. Wow. Siehst du? Kein Problem. Meine Hose. Oh, peinlich. Schicke Unterhose, Junge. Kerl, meine ich. Roberta prüft jede Hose. Roberta. Untauglich. Die ist gruselig. Die Hose ist gut. Oh mein Gott. Vor allem wie erpresst, ne? Als würde er ein Kind kriegen. Untauglich. Da waren Viecher dran. Ich hoffe, dass ich bald mal Urlaub machen kann. Klar, bitte. Von mir aus? Die Hose ist gut. Die Roberta, Mann. Die Hose ist gut. Noch irgendwas? Kann ich hier noch irgendwas anklicken? Hey, da ist Roberta. Sie prüft alle Hosen. Habe ich mitbekommen. Piep, boop, boop. Stänker, Stänker, blödes Geplänker. Was ist das? Mülleimerhosen. Na los, probier sie doch mal an. Bitte? Mülleimerhosen? So einen Mist will doch keiner tragen. Untauglich. Was ist denn er für ein Zauberer? Er hat die Maschine böse gemacht. Wie gruselig, Zähne. Guck dir das mal an. Untauglich. Hilf mir, Susi, was soll ich nur tun? Kein Problem, das kriegen wir wieder hin. Urlaub machen. Gruselig. Stänker, Stänker, blödes Geplänker. Der kann fliegen. Mülleimerhosen. Na los, probier sie doch mal an. Roberta, der fällt alles aus dem Gesicht gerade. Mülleimerhosen? Ne? So einen Mist will doch keiner tragen. Untauglich. Komm, mach's wieder gut. Problem, das kriegen wir wieder hin. Die können alle zaubern. Geht's dir gut wieder? Einmal habe ich eine Hose für einen Vogel gemacht. Mann, brauchte der dünne Hosenbeine. Okay, ihm geht's wieder gut. Das ist der Hosenerfinder. Ob er wirklich so schlau ist, wie er aussieht? Ist er. Ich muss Stopp drücken. Das ist ja richtig grauenvoll. Guck mal, die zwei kleinen süßen Beinchen von der Roberta. Vor allem, wie lang die denn sein muss. Oder ist das so ein Rock? Weil wenn hier unten der Schritt ist und dann hören die Beine drauf, sind wir ganz schön lang hier. Nee, also, der Junge. Der Siehst Zauberjunge. Du den Mann da unten? Das ist der Hosenerfinder. Ich weiß. Mal sehen, ob er ein echtes Genie ist. Susi. Klick ihn doch mal an. Nee, ich klick den nicht an. Ich will jetzt Miss Piggy anklicken. Okay. Du hast dich für Wilma entschieden. Ach, Wilma, Entschuldigung. Ist auch cute. Die ist so süß. Lippenstift, eine Perücke, schicke Augen. Schau mal, hier wird gerade ein Wagen zusammengebaut. Eins ist sicher, es würde kein Auto geben, wenn man vorher nicht viele andere Dinge erfunden hätte.
Klick auf die einzelnen Teile, dann erzähle ich dir noch mehr. Was hat denn das mit Hosen zu tun? Ich dachte, wir sind in der Hosenfabrik. Muss ich das verstehen? Die Stoßstange wird aus Gummi gemacht. Weißt du, woher das Gummi kommt? Ja. Gummi wird aus einer Pflanze gewonnen. Die Menschen in Lateinamerika fanden heraus, wie man das macht. Zuerst sammelt man den Saft des Gummibaums. Dann wird der Saft erhitzt. Und dann wird das Gummi geformt. Rate mal, was sie mit dem Gummi gemacht haben. Pariser hergestellt? Also ich finde das echt cool. Ich erinnere mich an dieses Bild. Man lernt richtig was. Ja klar. Hier, komm, mach nochmal. Wie cool. Unglaublich, was so alles in einem kleinen Auto drin steckt. Ja, hast du recht. Du weißt, es ist ziemlich anstrengend, schwere Gegenstände zu verschieben. Süß gezeichnet. Um es sich ein wenig einfacher zu machen, erfanden die Menschen in Vorderasien vor mehreren tausend Jahren das Rad. Ach schön. Denk dran, Räder helfen dir eine Menge Kraft zu sparen. Ja, da dränge ich jeden Tag dran. Hör auf, ich will das nicht mehr sehen. Ich habe außerdem drauf geklickt. Mit dem Fahrrad zum Beispiel, da kann man schön zur Arbeit fahren. Weißt du, vor ein paar Jahren waren Computer viel größer als der, vor dem du gerade sitzt. Das weiß ich. Der erste Computer war so groß wie ein ganzes Zimmer. Das stimmt. Da hast du recht. Weil man konnte nicht spielen, ne? Stell dir vor, ein ganzes Zimmer voll mit Geräten, damit du Hi-Ha Hosenland spielen kannst. Das Mädchen! Hilf mir, hilf mir! Vor allem, als ob ich nur das spielen wollte. Nein, ich habe aber auch noch einen ganz, ganz alten PC gehabt, ja? Ganz alt, weil ich bin ja auch ganz, ganz alt. Windows 98 kenne ich noch. Die ganzen DOS-Systeme. Na, ich meine, guck mal, was ich spiele. Klar bin ich alt. So, was haben wir noch? Weißt du, wie man die Kraft eines Motors misst? Man vergleicht, wie viele Pferde man für dieselbe Arbeit bräuchte. Dieser Rasenmähermotor hat drei Pferdestärken. Also 3 PS. Drei Pferdestärken. Oh. Komm, sag's nochmal, Jumper. Drei Pferdestärken. Nein, es ist Traumtänzer, ne? Traumtänzer. Sein Nebenjob, wenn er mal nicht in der Zoohandlung ist. Lesen bei Kerzenlicht, das tut den Augen bestimmt nicht gut. Blödes Kerzenlicht. Die Stimme. Ein Glück, dass Thomas Edison vor über 100 Jahren die elektrische Glühbirne erfand. Heute kann man sich eine Welt ohne Glühbirnen gar nicht mehr vorstellen. Das stimmt. Oder? Ist das seine Frau da an der Wand? Ach, das war's schon. Blödes Kerzenlicht. Man kennt die Synchronstimme aber auch, ne? Also, die ist recht bekannt. Ich sehe schon. Weißt du, wie man die Stopp, Kraft nein! Eines Motors misst? Man vergleicht, wie viele Pferde man für dieselbe Arbeit bräuchte. Lass mich. Ich kann nichts machen. Wir müssen es uns nochmal angucken. Dieser Rasenmähermotor hat 3 Pferdestärken. Also 3 PS. 3 Pferdestärken. Stopp, sage ich. Schau mal wieder rein, ja? Entschuldigung. Upsi, es tut mir leid. Also ich glaube, wir verlassen mal das Hi-Ha-Hosenland. Das war so schön. Alles klar, zurück zum Schön, dass du mal bei uns reingeschaut hast. Bitte. Du weißt ja, im richtigen Spiel kannst du dir nicht nur die Hosenfabrik anschauen, sondern das ganze Hosenland. Du wirst Raketen starten und Vulkane ausbrechen lassen. Das wird nie passieren. Und einen riesen Spaß dabei haben. Weil die gibt's bestimmt gar nicht mehr. Bald wieder. Tschüss. Powerbox Buchstabenhof, die Zahlen. Eigentlich müsste man die sich alle besorgen.
alle besorgen und spielen, aber ich weiß nicht, ob die wirklich noch existieren. Also das hat alles gehalten, was ich mir davon versprochen habe. Jetzt will ich wissen, was machen wir denn als nächstes? Was ist das denn? Ach du Heilige. Ein Kaktus und eine vergammelte Pflanze. Hä? Was war das? Ich will den Durchblick. Hey, ich bin Prof. Nach langen Verhandlungen mit den Schöpfern dieses einmaligen Werkes wurde ich auserwählt, euch zu sagen, wo es lang geht. Das ist unser Schulhof. Oh je. Wenn's hell ist, triffst du hier unsere ganze Clique. Willst du mal jemanden kennenlernen? Roll einfach drüber. Klickst du jemanden an, landest du unverzüglich in seinem Privatgemach. Wie bitte? Hier kannst du in entspannter Atmosphäre die zentralen Dinge des Lebens studieren. Liebe, Sex, Leidenschaft und knallharte Facts. Dazu gibt es natürlich auch Spiele und Nützliches für den Tag. Der Cursor zeigt dir, wo was zu finden ist. Hat der Sex... Und so kann dein Thema aussehen. Läuft dir ein unübersehbar fettes, unbekanntes Wort über den Weg, klick es an und schon landest du in der definitiven Erklärungsebene. Wenn es dich von einem Thema direkt in ein anderes drängt, roll einfach über die Headline und klick auf dein Zielgebiet. Zeigen sich kleine Punkte, kannst du dich damit vertiefend ins Geschehen stürzen. In den Intimbereich? Vertiefend ins Geschehen stürzen? Das kleine Bild unten führt direkt in die Raumbasis. Manchmal gibt es stattdessen auch einen Pfeil. Der Punkt oben verbindet dich mit der Zentralsteuerung für Lautstärke, Rückweg und sonstigen Informationsbedarf. Musik und Sprache kannst du getrennt regeln. Okay. Das Glossar erklärt dir alles, Binden. Was deine Biolehrerin schon immer wissen wollte. Unter Adressen sexuelle Gewalt. Für alle Fälle. In das Freifeld kannst du zu jedem Thema bis zu 10 eigene Connections einhacken. Speichern geht automatisch. Aha. Die Materialecke enthält Stoff zum Weiterbilden und Entspannen. Triffst du auf ein Kästchen und Pünktchen, gibt's dazu noch ein Bild und Lesestoff zum Testen. Im Themenplan hast du die totale Übersicht. Von hier aus kannst du direkt in die aktiven Zonen einsteigen. Natur pur. Wenn du aufs Fenster klickst, kommst du wieder auf den Schulhof zurück. Knipst du die Lampe im Zimmer an, wird es draußen dunkel. Durchs Fenster geht's raus ins Nachtleben. Keiner da. Offensichtlich sind alle in der Disco. Du befindest dich im schärfsten Schuppen der Galaxie. Der Auftrag lautet, Alter. Mach ein Date klar. Oder quatsch einfach ein paar Takte mit den anderen. Mit der Maus holst du die Leute an die Bar. Wenn es das Schicksal gut meint, landest du im Zimmer deines oder deiner Auserwählten. Hast du eine Schokolade für dich, süße Maus? Zur Ruhe gelegt. Andere wollen unbedingt angemacht werden. Ungeduldig wartet der Zimmerbewohner auf Action. Wird's dir zu heiß, kommst du durch das Fenster schnell wieder zurück zum Schulhof. Und von dort zurück zur Disco oder nach Hause. Wenn du bereit bist, mehr zu sehen, klick auf die Kuschelecke. Zunächst fängt alles ganz harmlos an. Ein bisschen flirten, vielleicht auch nur langweiliges Gelaber. Und Schluss ist. Oder die Post geht ab. Gibt's eine Unterbrechung, ist dein Einsatz gefragt. Klicken oder nicht klicken entscheidet über das Schicksal der beiden. What? Tschüss, ich gehe jetzt schlafen. Darf ich jetzt was sagen? Das war so viel Information, dass ich jetzt schon die Hälfte vergessen habe eigentlich. Wenn es noch Fragen gibt, guck einfach ins Booklet oder in den Readme-Text. Alter. Hey, ich bin Freddy. Ich bin ein Typ, auf den alle Mädchen scharf sind. Hey, Freddy. Hallo, Freddy. Alle Mädchen sind scharf auf dich, na klar. Oh, das ist kein Kinderspiel mehr. Das ist ein Spiel für Pubertierende. Wie man daran sieht, wie cool die hier alle abhängen. Hallo? Niemals im Leben nehme ich meine Kapuze ab. Ja, ich weiß. Alles. Außer vorhin, wenn ein Mädel sich mal ein bisschen auszieht für dich, ne? Ich hab's gesehen. Oh, das mega Graffiti hier. Größte. Ich bin die Männlichkeit in Person. Starke Schultern, volles Haar und ein Superhirn, das jeden Lehrer zum Kollabieren bringt. Hey, ich bin Freddy. Ich bin ein Typ, auf den alle Mädchen scharf. Das wissen wir schon, Freddy. Hör auf! Oh mein Gott! Wer bist du? Red mit mir. Er sagt nichts. Sag was. Eigentlich heiße ich Mac. Hey, ich bin, obwohl ich von meinen Freundinnen die Älteste bin, darf ich abends nie so lange wegbleiben wie die anderen. Besser ist auch. Aha, ich glaube, die sagt eigentlich gerade was. Ich glaube, der ist gerade rot geworden hier, ne? Die Männlichkeit in Person. Starke Schultern, volles Oh Gott. Und ein Superhirn, das jeden Lehrer zum Kollabieren bringt. Ich bin... Hier, gehen wir mal mit Freddy. Hey, ich bin Freddy. What?
Was ist denn das für eine Musik? Und warum hat er einen riesen Schachtel Kondome in seinem Zimmer? Die ist riesig. Hier, und was macht er damit? Schraubt er damit an seinem riesen Piep rum? Bitte, hör auf. Kann ich das skippen? Wie die Party machen hier, die Kondome. Oh Gott, bitte hör auf. Die Musik, sie ist so schrecklich. Sie ist so hässlich und schrecklich. Lautstärke. Ich muss mal die Musik. Oh, die ist ja fies. Hier und Billardkugeln und Schrauben und... Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier gar nichts machen. Komm doch rein. Hier. So schön. Oh, wer will in so einem Zimmer nicht wohnen? Sieht gar nicht aus wie ein gruseliges Kellerabteil, wo, weiß ich nicht, Leute hin verschleppt werden. Meine Maus hängt. Warum hängt meine Maus? Ich kann nur das anklicken. Dabei ist da eine Riesenschachtel mit Kondom. Ich versteh's nicht. Hey, ich bin Freddy. Ich bin ein Typ, auf den alle Mädchen scharf sind. Ja, ja, genau. Deine Mutter ist scharf auf dich. Die Musik ist so schlecht. Oh, ach, Schleichwerbung. Leibwächter, Störenfriede, die Gummilösung, der Virus, Treibstoff. Warum kann ich das nicht anklicken? Ich kann nichts davon anklicken. Nur sehen ist doch doof. Hier ist auch super bequem und gemütlich. Och, ist das gruselig. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der lässt mich ja hier wirklich nichts machen. Dann gehen wir mal wieder raus. Zu ihm ins Zimmer. Mein hochgeschätzter Name ist Professor. Ich weiß. Ich weiß. Du bist der Professor. Lass mich bitte gucken. Der Professor, der hat so einen Spiegel. Und Parfüm und sowas. Ne? Ich weiß nicht. Vielleicht steht er gar nicht so auf Mädels. Kann ich hier irgendwas anklicken? Irgendwas anvisieren? Eine Sache gibt es doch hier immer. Ich will es krachen lassen. Ich will es so richtig krachen lassen, Mann. Ist doch ein Spiel, wo man es krachen lassen kann, oder nicht? Das haben sie mir doch versprochen. Ich will, dass es heiß wird. Heiß, heiß, heiß. Hier kann ich ja wirklich gar nichts machen. Ist ja schön. Es macht ja Spaß. Zu ihr... Psch, was ist das? Ein Schwangerschaftstest? Nee. Sieht aus wie ein Thermometer. Wie gruselig. Komm, Spiegel. Jetzt kriege ich überall Haare. Sieht richtig flauschig aus. Ganz cool eigentlich. Nur an den Beinen, da will ich keine Haare. Das ist eher was für Rehe. Oh, für Rehe. Max steht dir für weitere Erkundungen zur Verfügung. Durch Anklicken ihrer Kleidung kannst du sie ausziehen und auf Entdeckungstour gehen. Oh. Fangen wir mal. Meine Maus will da gar nicht hin. Na? Ist meine Batterie alle? Erstmal mit dem Hut. Den nimmt sie für mich nicht ab? Alter, was macht denn meine Maus gerade? Ich komme nicht ran. Oder ist es das... Ach, das Spiel ist so lame, dass ich da... Schuhe ausziehen. Hä? Im Alter von 10 bis 17 Jahren wird ein Mädchen zur Frau, ein Junge zum Mann. Es ist die Zeit der Pubertät. Was? Habe ich nie durchgemacht. Sie bringt eine Reihe körperlicher und geistiger Veränderungen mit sich. Ach Quatsch. Man wird erwachsener, reifer. Jeder macht diese Entwicklung durch. Und jeder von uns hat dabei sein ganz persönliches Entwicklungstempo. Das stimmt wohl. Bei Mädchen ist das erste sichtbare Zeichen der Pubertät, dass sich mit etwa 11 Jahren die Brust zu entwickeln beginnt. Nicht bei allen. Schamhaare zu sehen sind. Nicht bei allen. Viele Mädchen bekommen jetzt den Weißbus, eine Absonderung der Scheide. Und sie erleben einen deutlichen Wachstumsschub. Danach tritt die erste Menstruation auf. Die meisten Mädchen bekommen ihre erste Menstruation im Alter von 12 bis 13 Jahren. Ja, das kommt hin. Aber auch, wenn die Regel schon mit 10 oder erst mit 15 Jahren kommt, ist dies durchaus normal. Es gibt auch Leute, die haben das mit 9, ne? Das ist ätzend. Gib mir deine Strümpfe. Komm, zieh dich gleich an. Ach, du Kacke.
Ach du Kacke. Oh nee, das. Kannst du komplett ausziehen? Ach, nee. Aber die. Ach! Ich will das nicht. Zieh alles aus, komm. Möp, möp. Die Brust reagiert als erstes Organ auf die gesteigerte Hormonproduktion in der Pubertät. Bei den meisten Mädchen beginnt ihr Wachstum ab dem 11. Lebensjahr. Zunächst ist die Veränderung kaum sichtbar. Die Brust gar nicht so schlecht dargestellt. Ein wenig auf, werden größer und färben sich dunkel. Warum ist sie da? Dann wird die Brust runder, weil sich unter den Brustwarzen die Milchdrüsen bilden. Der Weg von der kleinen Brustknospe bis zur ausgebildeten Brust ist weit. Erst im Alter von ungefähr 16 bis 18 Jahren ist die Brust erwachsen. Bis dahin kann es sein, dass sich eine Brust schneller entwickelt als die andere. Auch bei manchen erwachsenen Frauen ist eine Brust größer als die andere, meist die linke. Ebenso wie viele Menschen zwei unterschiedlich große Füße haben. Interessant, interessant. Das Wachstum der Brust ist oft durch Druckgefühle und Reizungen begleitet. Ein BH kann diese unangenehmen Erscheinungen verringern. Er hilft insbesondere bei sportlicher Aktivität, dass die Brust nicht zur Schau kommt. Oh ja, das ist wichtig. Und dass die inneren Bänder nicht gezerrt werden. Ja, das nervt unglaublich. Wer sich allerdings ohne BH wohler fühlt, kann ruhig darauf verzichten. Die äußere Form der Brust hängt von der Menge des Gewebes ab, das sich zwischen den einzelnen Drüsen bildet. Ein großer Busen wird durch Hungerkuren nicht kleiner, ein winziger durch Massage, Gymnastik oder viel Essen nicht größer. Über die Fähigkeit, später ein Baby stillen zu können, sagen Größe und Form der Brust nichts aus. Ebenso wenig lassen sich daraus persönliche Eigenarten oder Charaktermerkmale ablesen. Charaktermerkmale? Wer denkt denn sowas? Sexualorgan. In ihr enden besonders empfindliche Nerven. Werden die Brüste zart berührt, kann sich die sexuelle Lust der Frau sehr steigern. Wow, das ist wirklich eine richtig gute Aufklärungssache. Aber ich muss mal eins sagen, wenn man abnimmt, dann nimmt man als erstes seinen Titten ab. Das ist einfach ein Gesetz, leider. Und wenn man zunimmt, glücklicherweise auch, da nimmt man als erstes zu. Also da muss ich mal einfach widersprechen. Komm, sag mir was zu dem flauschigen Teil. Ich will den flauschigen Teil angucken. Nee? Okay, dann den flauschigen Teil. Ah, ich kann sie nur wieder anziehen. Im Laufe der Pubertät prägen sich die kindlichen Gesichtszüge zum persönlichen Profil aus. Mhm. Der hormonelle Umschwung hat aber für viele auch seine unangenehmen Begleiterscheinungen. Was? Die erhöhte Talgproduktion kann zu Unreinheiten der Haut führen, die sich zum Beispiel in Form von Pickeln im Gesicht zeigen. Das ging bei mir, witzigerweise. Die Stirn, Nase und das Kinn. Reicht auch der freiwillige Verzicht auf Chips und Schokolade nicht mehr aus, die Pickel in Grenzen zu halten, kann man einen Arzt um Rat fragen. Auf keinen Fall sollte man an den Pickeln herumdrücken. Ein Rat, den uns alle gegeben haben und niemand, aber auch wirklich niemand befolgt den. Später vielleicht, aber dann sollte man gar nicht mehr so viele haben, denke ich mal. Das nervt ja hier gar nicht, ne? Okay, gibt's hier noch irgendwas, was man... Nein, nein. Die Brust im Laufe der... Okay, genug Brust. Eigentlich heiße ich Maximiliana, aber Maxi klingt einfach besser. Also, das war mir ganz schön intim. Was? Was ist das? Ist das ihr Wohnzimmer? Ist sie eine Nixe? Hey, ich will irgendwas ankleckern. Warum geht das nicht? Okay. Eigentlich heiße ich Maxi. What? Der Strange Boy von allen wahrscheinlich, so der Künstlertyp. Ich sehe da nicht ein Herz, sondern Brüste. Mit einem großen Leberfleck auf der rechten Brust. Das sehe ich. Und das ist das Baby, was sie bekommen hat. Ja, what? Ach, man kann durchs Zimmer navigieren? Habe ich jetzt irgendwie nicht gecheckt bei den anderen. Oder kann man das nur bei ihm? Vor allem die Trauermusik im Hintergrund. Diese komischen aufgeblasenen Kissen. Das ist ganz komisch. Kann man nach oben gucken? Ach du Kacke. Ist ja zum Glück überhaupt nicht psychisch auffällig, der Kerl. Ich will weg. Vielen Dank. Ich will nach Hause. Nein, ich sagte nach Hause. Dann lass mich nie mehr in Ruhe. Darf ich nicht raus? Bitte, bitte, lass mich raus. Gott, jetzt haben die sich überlagert. Ja, ich will weg da. Oh Gott. Ist bestimmt interessant, wenn man in dem Alter ist.
Im Moment finde ich es ein bisschen befremdlich, weil wenn das immer so auf cool gemacht wird, dann kriege ich immer so einen Cringe-Moment. Boah. Aber vielleicht ist das ja richtig, richtig toll. Ach, guck mal, die Max hat was mit dem Freddy. Der ja, auf den ja alle Mädels scharf sind. Scharf, 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 scharf. Ja, ja. Der Freddy. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal wieder für heute. Mir reicht es auf jeden Fall. Ach, wir haben noch richtig viel. Nächstes Mal können wir ja die beiden Elroys machen. Ja, ich würde sagen, damit haben wir es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.